Draußen ist alles hergerichtet, aber der Grill braucht noch ein bisschen. Okay, ich habe jetzt auch schon die Pizzen fertig belegt. So langsam müssten die Gäste kommen. Wir sind gerichtet. Wann kommen die Gäste? Jeden Augenblick. Ich möchte endlich ins Planschbecken. Oma und Opa sind da. Hallo, kommt rein. Hallo, meine Lieben. Hallo, kommt mal mit in den Garten. Papa hat das Planschbecken aufgebaut. Ja, das ist ja super, wo es heute doch so warm ist. Der Grill ist jetzt heiß. Wir können die Pizzen schon einmal drauflegen. Echt total lecker. Ja, so cool, dass wir heute alle gemeinsam grillen. Alle bitte mal herhören. Wir haben eine Überraschung geplant. Wir fahren jetzt alle in den großen Playmo-Park. Juhu, das ist ein großer Vergnügungspark in der Nähe. Dort gibt es einen Parcours, bei dem man gegeneinander antreten kann. Und man kann sogar einen großen Preis gewinnen. Das ist ja toll. Die Parcours wollte ich immer mal ausprobieren. Aber die Oma und ich sind nicht mehr so fit. Wir feuern euch lieber an. Okay, dann fahren wir gleich nach dem Essen los. Das ist so toll hier. Ich will unbedingt den Parcours sehen. Können wir in Teams gegeneinander antreten? Ja, wie wollen wir sie einteilen? Kinder gegen Erwachsene. Okay, das klingt gut. Wir gewinnen bestimmt. Also, es geht hier los. Ihr müsst so viel Bälle wie möglich die Rutschen runterwerfen. Wer die meisten Bälle im Becken hat, bekommt den ersten Punkt. Ich trete für die Erwachsenen an. Und ich für die Kinder. Auf die Plätze. Fertig. Los! Und stopp! Gewonnen! Ja, das ist ein ganz klarer Sieg für die Erwachsenen. Och Mann! Aber das hast du trotzdem gut gemacht. Die ganze Kiste wäre viel zu schwer gewesen. Aufgepasst! Hier ist die nächste Station. Wer die meisten Waggons in das Ziel geschoben hat, ist der Sieger. Das mache ich! Und ich trete gegen dich an. Okay, dann los geht's. Oh, was ist denn das? Das kenne ich doch von meinem Spielzug. Das ist ein Magnet, damit kann man die ganzen Waggons aneinander hängen. Los, Amelie, das schaffst du. Oh, Amelie hat ja beide Waggons auf einmal. Da habe ich ja schon verloren. Juhu, gewonnen! Es ist also Gleichstand. Wir gehen gleich zur nächsten Station. Hier wird es sich entscheiden, wer gewinnt. Paula und Miriam gegen Rike und Matteo. Ihr seht diese Becken mit den Sternen? Am Ende stehen drei Figuren. Wer zuerst alle drei hier vorne hat, ist der Sieger. Aber so einfach ist das nicht. Der eine Spieler dreht an diesem Rad mit den Farben. Wenn das Rad auf zum Beispiel grün zeigt, muss der andere Spieler im grünen Becken starten. Das wäre natürlich am besten, weil man da nicht noch durch die ganzen anderen Becken muss. Verstanden? Ja! Auf die Plätze! Fertig! Los! Oh nein, du musst an dem blauen Becken starten! Rike, du musst auch ganz vorne anfangen. Ah, Mist. Ja, ich hab die Figur. Und schnell wieder zurückrennen. Oh nein, Rike hat Paula überholt. Sehr gut, das ist das letzte Becken.
Ich muss in der Mitte starten. Schneller, Miriam! Oh nein, ich muss ab hier anfangen. Beeil dich! Grün, schnell, renn los! Oh je, das wird knapp. Gewonnen! Wow, was für ein Rennen! Die Erwachsenen haben somit diesen Parcours gewonnen. Ach nee, schade. Was ist denn nun der große Preis? Einen Moment, ich hole ihn. Diese Figur ist der große Preis. Hihi, der Katze scheint die Torte zu schmecken. Ja, also, der große Preis ist, naja, nicht ganz so, wie wir gedacht haben. Ich würde vorschlagen, ihr Kinder bekommt den. Wir Erwachsenen bleiben ja trotzdem die Sieger. Ja, danke. Na, dann fahren wir wieder nach Hause. Ich habe noch einen Kuchen mitgebracht. Den wollte ich den Verlierern schenken, weil sie ja eigentlich nichts bekommen haben. Ein Kuchen für uns? Danke, Oma. Jetzt haben wir die Figur und einen Kuchen. Und das, obwohl wir verloren haben. Ich glaub's ja nicht. Aber wisst ihr was? Wir teilen den Kuchen. Wir haben ja auch die Figur bekommen. Oh, danke. Das ist sehr nett. Jetzt sind wir alle Gewinner. Vielleicht habt ihr schon im Titel gelesen, was es heute überhaupt zu feiern gibt. Heute vor einem Jahr haben wir diesen Kanal gegründet. Ein Jahr Familie Neumann. Echt unglaublich, was wir gemeinsam geschafft haben. Danke an alle Zuschauer, die immer wieder bei den Videos einschalten. Danke an alle, die uns auf diesen aufregenden Weg begleiten. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Schaut auch gerne auf unserem Instagram-Account vorbei und schreibt uns dort Kommentare. Bis zum nächsten Mal!